Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 9.06.2022, einen wunderschönen Donnerstag. Und ich wünsche allen Österreichern einen wunderschönen Tag, denn da haben wir ein Festival, wo meine Tochter ist. Aber nicht nur deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, sondern auch natürlich so, aber besonders, weil meine Tochter in Österreich ist. Wir gucken auf den Donnerstag, was für Energien wir haben. Und wir haben momentan wieder sehr krasse Energien, die aber sehr unterschwellig sind, will ich jetzt sagen. Die merkt man nicht so sehr im Leben. Ich merke es immer, weil ich fürchterlich müde wäre, weil ich sehr schnell erschöpft bin. Obwohl ich jetzt nicht körperlich arbeite oder so und trotzdem müde bin, aber auch genug schlafe. Das sind so sehr unterschwellige Energien, die aber irgendwie extrem arbeiten in einem. Jetzt schauen wir mal auf den Donnerstag, was der uns so sagt. Familie, na Gera, Lüge, Unbekanntes oder Offizielles und Begegnungen. Ja, also das heißt wieder mehr, in der Familie gibt es Lügen, die aber meines Erachtens unbekannt sind. Das heißt, die hat man von Mutter auf Kind, Vater auf Kind, Oma und so weiter einfach weitergegeben. Diese Lügen sind in Bewegung, gingen in der Familie rum und wird jetzt praktisch geglaubt. Was ist so eine Lüge? Ja, das wisst ihr alle selber. Also, egal. Es sind auf jeden Fall auch offizielle Lügen, die hier eingepflanzt wurden und hier eben in Bewegung sind. Und besonders was die Familie anbelangt, da brauchen wir jetzt bloß mal jetzt ganz aktuell schauen, es gibt 72 Geschlechter, Blödsinn. Also wenn das keine Lüge ist, totaler Schwachsinn ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Und wenn das bleiben würde, was nicht tut, 100% nicht. Und unsere Kinder so aufwachen und dann die Kindeskinder, die würden alle so aufwachsen und sagen, ja, selbstverständlich, es gibt 72 Geschlechter, weil sie es nicht anders wissen, weil sie es lernen. Also total Blödsinn. Und so gibt es auch in unseren Familien Lügen, die uns weitergegeben wurden und wir als Tatsachen annehmen. Und das sind einige. Ja, es sind mehr. Ist mir schon klar. Und die sind dafür da, dass wir bedürftig bleiben. Das fängt an, weil Geld geht immer zu Geld. Das ist so etwas, was ich in meiner Jugend schon gehört habe. Du wirst nie reich, als Kleiner kommst du nie raus. Wenn du bloß Hauptschule hast, dann wirst du nichts oder. Das sind so auch Familienlügen, die man in den Menschen eingepflanzt haben und in den Familien weitergegeben wurde, um uns klein zu halten. Ja, und darüber wird jetzt gesprochen. Und das ist sehr gut. Und es wird daran gearbeitet. Also wir erkennen immer mehr, bewusst oder unbewusst, dass uns wirklich viele Lügen aufgetuscht werden. Und wenn wir jetzt eben so gucken, was uns hier alles erzählt wird für Blödsinn. Und es ist zwar so die Meinung, dass 80% der Menschen immer noch schlafen, aber ich muss sagen, für mich und für mein kleines Städtchen, wo ich hier wohne, und wenn ich mit den Menschen rede, die merken sehr wohl, dass hier totaler Blödsinn gemacht wird. Also die wissen sich zwar nicht zu helfen oder was kann man dagegen schon tun oder so, aber sie wissen sehr wohl und sie reden sehr wohl. Und diese Energien, die kommen, die lassen uns alle fühliger werden, lassen uns alle mehr erfahren, unbewusst, was dann im Laufe der Zeit an die Oberfläche kommt. Und auf einmal sehen wir Sachen, die wir vorher nicht gesehen haben und sehen wir auch Lügen, die wir vorher als ist so angenommen haben, weil wir es so gelernt haben, weil wir es nie hinterfragt haben. Jetzt fängt das Hinterfragen an und da kommen so Familienlügen einfach raus, die einfach in der Familie weitergegeben wurden. In einer oder anderen Familie ist da wirklich eine Lüge, die da jetzt rauskommt, die hier in Bewegung kommt, ganz klar, das will ich jetzt gar nicht sagen, was weiß ich, mein Bruder ist nur mein Halbbruder oder, dass solche Lügen gibt es natürlich auch, aber ich als Gesamtes will ich hier sagen, dass hier diese Lügen wirklich
Gespräch werden und immer mehr und mehr. Und dass hier das Arbeiten anfängt, dass wir damit das Arbeiten anfangen und dass hier alles in Bewegung kommt, dass wir diese Bedürftigkeit, in dem es uns halten sollte, wir wirklich extrem hinterfragen. Und das ist der Anfang vom Ende, nicht für uns, sondern für die anderen. Ja, das ist diese Lebensgestaltung, das spirituelle Streben, genau das, was jetzt kommt. Ich weiß, dass spirituelles Sein, spirituelles Tun, spirituelles Streben bei den, ich sage jetzt einmal, bei normalen Menschen, also meinen Brüdern und meiner Kundschaft, sobald ich irgendwie das Wort spirituell im Mund nehme, kriegen die große Augen und ungefähr, was verzapft jetzt dieser Blödsinn. Das ist noch sehr, ja, untermauert von ist ja Blödsinn, ist ja Hokuspokus, ist ja Humbug. Aber auch das wird schön langsam aufgeweicht, dass da wohl, sehr wohl etwas dahinter ist. Da bekommen wir immer mehr Nachrichten und das alles ist unveränderbar. Und das hat eben auch mit Verträgen was zu tun. Und Verträge ist jetzt wirklich auch in dem Fall wieder alles. Es kam irgendwann mal vor einer Zeit, habe ich es gelesen, raus, dass auf irgendein Standesamt irgendwo, die eigentlich die ganzen Ehen nicht gültig sind, weil, weiß ich nicht mehr, aber das wäre jetzt so eine Vertragslüge. War, ist bloß ein Beispiel, weil es mir gerade eingefallen ist. Kann alles sein. Also das kann wirklich alles sein, also da, was uns alles so erzählt wurde. Ich will jetzt da nicht so ganz tief reingehen, was ich alles glaube, was hier gelogen ist, weil es mit Medizin anfängt und mit dem gesamten Leben aufhört. Also ich glaube, dass da viel, viel, viele Lügen da sind. Komme ich von Hunderten, Tausenden und vor allem, ich kann meine, das, was ich denke, nicht belegen. Das sind Gefühle, Annahmen, Wissen für mich, was ich aber nicht wirklich belegen kann. Und darum möchte ich sie auch gar nicht laut aussprechen, weil, ja, wo willst du das wissen? Sobald ich das sage, kommt es, woher willst du das wissen? Weil, und dann sage ich, ja, weil halt. Und das ist keine Antwort. Und darum will ich hier jetzt da nicht so tief reingehen. Aber es ist viel manipuliert worden und auch Manipulationen sind Lügen. Wir brauchen ja bloß schauen, vor 20 Jahren oder so war doch die Werbung mein Haus, mein Auto, mein Garten, mein Schieß mich tot, keine Ahnung. Da wurden wir drauf getrimmt, dass wir das alle brauchen und das ganz wichtig ist. Vor ein paar Jahren erst, Geiz ist geil, dass wir alle angehalten wurden, geizig zu sein, nichts herzugeben und neidisch zu sein. Das sind alles Manipulationen, die im Großen und Ganzen auch Lügen sind, auf die wir im Grunde alle reingefallen sind, weil sie keiner hinterfragt hat. Diese blöde Werbung, Geiz ist geil, fand ich schon immer bescheuert, so wie viele. Aber wie du siehst, ich weiß sie heute noch, also ist sie mir irgendwie reingegangen, ohne dass ich das irgendwie wollte. Und ich mich natürlich zu der Zeit auch nicht dagegen gewehrt habe, weil ich es ja nicht wusste. Und solche Sachen haben sie sehr, sehr, sehr viel gemacht. Da haben sie jetzt zum Beispiel, was auch nachweislich ist, die Frau von der Familie weggebracht, weil die Frau muss ja Karriere machen, die Frau muss ja jetzt rauchen und die Frau muss, was weiß ich, einen Job haben, selbstständig werden und was weiß ich, weil Hausfrau ist ja nie, also Mutter und Hausfrau langt ja nicht, das ist ja viel zu doof und die können ja nichts und was weiß ich, was uns alles erzählt haben. Und viele Frauen sahen sich genötigt, das wirklich zu tun, obwohl sie todunglücklich waren. Und wie ist es heute? Ich sehe es bei meiner Tochter, um Gottes Willen Kinder kriegen, will sie nicht. Sie will ja Karriere machen. Das ist, kommt nicht von mir, das kommt von der Umwelt. Und weil Mutter und Hausfrau einfach verpönt ist. Als Mutter und Hausfrau kannst du ja nichts. Dass man da unwahrscheinlich viel können muss und alles ist, Lehrer, Psychologe, Freund, alles, du bist alles als Mutter, musst du alles sein. So ein Spektrum an Können da sein muss, hat man natürlich nicht anerkannt, sonst hätte man die Frau nicht rausgebracht. Und ich sage nicht, dass jede Frau eine geborene Mutter ist und darin aufgeht, ganz bestimmt nicht, war es auch früher noch nicht. Aber es gibt viele, die es viel lieber wären, als Karrierefrau oder Frau, die an der Kasse sitzt. Es führte dann so weit, dass es jetzt so ist, dass ein Mann alleine seine Familie gar nicht mehr ernähren kann. Nach dem Krieg
war es wirklich so, dass ein Mann eine dreiköpfige, also eine Familie mit drei Kindern ernährt hat. Locker. Und ein Haus nebenbei gebaut hat. Das war völlig normal. Jetzt blinkt hier mein Akku. Okay, dann höre ich hier auf. Also, diese Lügen kommen raus. Das werden wir immer mehr hören. Wir werden darüber sprechen. Und allein durch dieses Sprechen werden wir Wege finden, diese Blockaden zu lösen, allein durch dieses Sprechen. Natürlich auch daran arbeiten, das aufzudröseln und loszulassen, aber allein schon das Sprechen hilft unwahrscheinlich und das wird immer mehr und das freut mich und das ist zum Beispiel etwas, was ich absolut merke überall, dass das jetzt wirklich so ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag. Habe die Ehre.